ihr Lieben, ich grüße euch recht herzlich zu eurem Video. Ja, wir schauen mal ganz spontan in die Karten hinein. Was möchte das Universum dir mitteilen? Was kommt auf dich zu? Und beim Mischen war es schon sehr, sehr interesting. Denn immer wieder ist so dieses Geheimnis, ne? Irgendwas Geheimnisvolles. Und auch so das Hochpoppen eines Geheimnisses könnte ich mir gut vorstellen, aber ich bin mir nicht sicher, weil ich nicht weiß, es hat sich keine Karte umgedreht, aber ich habe so, wenn ich dann die Karten mische, so ein bisschen einen Impuls, wohin die Reise gehen wird. Und dazu könnt ihr aus diesen drei Federn auswählen. Ich zeige euch mal die erste Feder, die zweite Feder. Und die dritte Feder. Wir fangen mit diesem wundervollen Stapel an und gehen dann zu 2 und 3. Ja, was kommt auf dich zu? Was möchten dir die Karten mitteilen? Ui, da geht es um Frieden schließen, loslassen. Eieiei, okay, gut. Eine sehr gute Zeit. Etwas Unerwartetes passiert. Vielleicht kannst du unerwartet loslassen und Frieden finden. Das kommt auch so spontan herein. Heilung. Ja, du findest den Abschluss. Wow, ja, das gefällt mir schon mal jetzt schon sehr gut, weil ich sehe hier, ich mache so am besten. Ich sehe hier, dass du hier mit einer Person abschließt, also es kommt zu einem Abschluss in deinem Leben. Du wirst etwas erfahren, vielleicht hat man dich jahrelang angelogen, betrogen, vielleicht war es etwas schwierig in der letzten Zeit. Vielleicht hast du auch das Gefühl gehabt, man hat dich belogen in einer Angelegenheit oder man belügt dich in einer Angelegenheit. Ja, ich habe so das... Bei euch spüre ich sehr stark, dass ihr angelogen worden seid. Na, und ihr findet den Abschluss zu diesen Personen und danach wird es leichter. Also hier habe ich tatsächlich etwas, du wirst etwas loslassen, Menschen loslassen, die dir nicht gut tun. Du wirst Türen hinter dir zumachen. Bevor du das machst, und das gefällt mir noch besser, schließt du Frieden. Ja, also bevor du loslässt, wirst du Frieden schließen mit dir oder mit einer Situation. Eine Tür schließt sich, aber die schließt sich voller Frieden und nicht mehr voller Groll. Eine Person geht weg, die dir schon nicht lange, lange Zeit eigentlich wirklich, ich spüre hier tatsächlich, hier ist eine Person, die dir schon ganz, 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 ganz lange schon nicht mehr gut getan hat. Du hast dich hin und her gerissen gefühlt, ne? Zwischen Loyalität und Pflichtbewusstsein und man muss ja da sein, man kann sie nicht alleine lassen und du hast es so fest in den Zügeln gehalten und einer hat sich schon losgelöst hier. Ja, hier. Hier schleicht sich jemand schon davon und könnte die Person sein. Jemand war zuckersüß, ne? Aber der Hund ist ja hier wirklich knuffig und süß und lieb. Im Außen, aber das, die Person kann es, also da möchte ich, ich muss noch schauen, aber es kann sein, dass ich hier noch Klärungskarten darauf lege. Und das wäre jetzt gut, denn es ist eine schöne Zeit für dich, etwas zum Abschluss zu bringen und etwas Neues zu starten. Und wir kommen ja immer mehr dann auch in der Nähe des 10-10-Tors. Also hier auch der Neubeginn und bei dir steht ein glücklicher Neubeginn an. Ja, du wirst Nachrichten. Hier kommen Nachrichten auf dich zu. Da ist noch eine Karte. Sehr gute Zeit. Unerwartet, ja. Das passiert unerwartet. Mit dem hast du nicht gerechnet. Also bei diesem Stapel passiert etwas Unerwartetes, mit dem du nicht gerechnet hast. Also unerwartet wirst du überrascht werden. Und dieses Unerwartete ist ein Abschluss zugleich. Also hier sehe ich,
Hier kommt ein Abschluss zustande, dass dir, aber sehr wohl auch dieser Person, die dann nicht mehr so aufrecht und so tun muss, als ob man dich lieben würde, sondern hier ist eine Person, die dir, die froh ist, die ist auch froh, dass das sich in die Auflösung oder dass das in die Auflösung geht. Es wird sich heilen, es ist etwas schon in Anmarsch, also hier heilt eine Situation. Wir haben den Vorboten des Wandels und die Heilung. Also dein Abschluss findet Heilung und darauf hast du schon sehr lange gewartet, ne? Also hier waren wirklich Personen, die dich verletzt haben, die dir etwas, ja, nicht gut getan haben, wo du das Gefühl hattest, ausgenutzt zu werden, oder man hat dich belogen, man hat dir was versprochen, was gar nicht war. Also hier sind so schmerzhafte Ereignisse, die du jetzt aber loslässt. Da kommt ein richtiger Wandel. Also das ist so, die Karten können jetzt die Vorboten sein und ja, Vorboten sein für den Wandel hier. Dann haben wir hier das Gesetz der Anziehung, sei ehrlich mit dir selber und Familienthematiken. Was haben wir dann noch? Ja, eh, ja, ja, okay, ja. Das transformierst du. Hier könnten zwei Themen an die, zwei Geheimnisse sein. Es könnte sogar ein Familiengeheimnis sein. Wenn du eher einen Familienbetrieb hattet, dann sind hier Geheimnisse. Habe ich auch einige in Mediationen, also Mediatorin bin ich ja auch im Unternehmen und in Familien, da auch oft Betriebe weitergegeben werden möchten und da sind noch ganz schön viele Themen zu erarbeiten, viele Unklarheiten und irgendetwas hat man dir verheimlicht. Bei den einen ist es beides, beruflich und familiär, bei den anderen ist es nur familiär und bei den anderen wiederum ist es, hoppla, ist es nur beruflicher Natur, ja. Aber ich habe eher das Gefühl, ganz ehrlich, dass es hier privat und beruflich bei euch ist. Nicht nur bei einem. Du sollst hier die Frage dir stellen, sei ehrlich mal mit dir selber. Du hast dich auch permanent verletzen lassen und irgendwann hast du komplett dich gemacht. Und ich sage bei dieser Karte immer bewusst, schaut mal, sie ist so ein zierliches Wesen und dann schaut mal auf ihre muskulösen Arme, wie fest sie ihr Herz hält, ne? Und auch noch dazu verkreuzt auch noch. Ne? Sie möchte ein Engel sein, sie ist behütet und beschützt, aber vertraut ihrem eigenen Herzen nicht. Ne? Vertraut auf ihre eigenen Flügel nicht, dass sie fliegen kann, dass du fliegen kannst, dass du alles erreichen kannst, was du möchtest. An das glaubst du noch nicht. Ne? Und das wirst du glauben. Sobald die Person weg ist, glaubst du an das. Weil du es transformierst, du kommst dahinter, du kommst hinter diesem Geheimnis, kommst du jetzt drauf. Also ein Geheimnis wird sich bald bei dir lüften. Also hier transformiert sich bald etwas. Also hier kommst du bald hinter ein Familiengeheimnis oder dahinter, welche Person es war, die hier Lügen und Unwahrheiten erzählt haben, ne? Wer dich irgendwo angeschwärzt hat, irgendwo. Wer so viel Neid und Hass und Missgunst, und ich sag's euch, wenn ihr Neid und Missgunst habt und andere Menschen irgendwie reinlegen möchtet, passt bitte auf, dass euch selbst nicht die Finger verbrennt, ja? Denn meistens kommt bei diesen Menschen gar nichts raus, aber das Karma schlägt zurück und das Karma schläft nicht. Das Karma ist etwas, was, wo ihr nicht drum herum kommen werdet, weil wenn Menschen so etwas dermaßen Böswilliges, eine Fliege ist da, ne? So eine neugierige, so ich kriege auch bei euch so richtig eine lästige, bei uns sagt man eine lästige Wanze, eine lästige Wanze, die da ja immer
so spioniert, hinter euch hinterher spioniert, eigentlich selbst nichts auf die Reihe kriegt, aber euch irgendeine Art und Weise fertig zu machen, euch anzulügen und auf das habt ihr mehr keinen Bock. Gott sei Dank habt ihr dahingehend mehr keinen Bock, weil solche Menschen können ganz, ganz weit weg von dir und dann stellt ihr noch Spiegeln um euch herum auf und wenn diese Person sich da reinschaut in den Spiegel, dann wandert das wirklich eins zu der Person dann zurück. Gott sei Dank. Weil hier sind so viele momentan, wenn ich auch privat, wenn ich so jetzt beim Hundefriseurin und so weiter bin. Und dann hört man echt solche Dinge, wo ich mir denke, oh mein Gott, das ist echt schräg. Also Menschen wollen tatsächlich andere Menschen dermaßen schaden und checken es noch immer nicht, dass sie in Wirklichkeit sich nur selbst wehtun. Und ihr seid bitte behütet und beschützt, weil mir fällt gleich jetzt ein. 2 und 6 ist 8. 8 haben wir hier und 3 und 5 ist auch die 8. 5 und 3 ist auch die 8. Sehr interessant. Das heißt, ihr habt viele Achten hier drinnen. Ja, hier wandelt sich etwas. Hier schließt sich ein Zyklus hier. Das ist super. Also hier ist auch 1 und 7 ist 8. Das gibt es doch nicht. 1 und 7 ist 8. Wieder die Veränderung, die positiven Veränderungen. Hier kommt etwas in Bewegung. Man erzählt dir etwas, ne? Die erzählst der und der erzählst der und der erzählst der. Und irgendwann trägst du Storch dann zu dir. Irgendwann kommst du drauf. Irgendwann. Und das ist jetzt ein sehr guter Zeitpunkt dafür, dass du drauf kommst. Also hier ist wirklich ein perfektes Timing. Und hier kommt jemand und reicht dir den Schlüssel und sagt, hey, so, wir haben gehört, du suchst diese und diese. Ja, also bei mir war es auch so. Ich hatte eine Steuerprüfung. Ja, es ist nichts rausgekommen. Aber es gab auch so eine Neidfuzzi da draußen. Und meine Rechtsanwältin, hat das ziemlich gut schon eruieren können. Und ich lasse mir das auch nicht gefallen. Ich finde das echt irgendwie immer lustig, dass andere Menschen glauben, sie müssen irgendetwas tun. Ne? Es ist nichts rauskommen dabei. Also für alle oder für jemand, der jetzt zuhört und der das war, es ist nichts rauskommen. Ja, kann ja auch nichts, ne? Weil ich zahle dafür und gar nicht wenig. Also das ist etwas, wo man sich echt fragt, hey Leute, wo ist hier der Sinn des Menschseins? Ne? Also ich finde das echt immer krass und ich finde das echt lustig hier. Aber wie gesagt, ich habe hier tolle Rechtsanwälte und eine Finanzrechtsanwältin an meiner Seite. Ganz eine Liebe, also solltet ihr jemanden brauchen, ich kann euch die echt nur wärmstens empfehlen. Die ist sowas von herzlich, sowas von menschlich. Eine liebevolle Person und die haben eine Riesenkanzlei, wirklich eine Riesenkanzlei. Und das ist etwas, was ich euch immer und immer wieder auf den Weg, lasst euch diese Dinge einfach nicht gefallen. Und auch wenn ihr sagt, wow, was soll ich jetzt tun, ne? Mund halten, still sein, bringt hier nicht ganz so viel. Ja? Hier ist wirklich wichtig, diese Personen, egal, ob du sie dann anschreibst, ob du es ihnen mündlich sagst, ob du in diese Richtung etwas unternimmst oder nichts unternimmst. Ne? Mir ist es nur wichtig, ich bin immer so, ja okay, ich möchte gerne wissen, woher kommt denn der ganze Scheiß. Ja? So, ich bin einfach so, ich möchte es wissen. Ich bin Skorpio. Ne? Das Skorpio möchte das alles wissen. Ein Skorpio möchte das verstehen. Ein Skorpio ist jemand, der das auch analysieren möchte. Was geht so im Kopferle vom anderen vor sich? Deshalb bin ich ja schon seit 14 Jahren selbstständig. Und erfolgreich selbstständig. Und ja, mit den tollsten Menschen der Welt, meiner Meinung nach. Ich habe so ein Riesenglück. Aber ich finde das immer wieder zum Schmunzeln. Und genau das ist es. Nicht mehr, nicht weniger. Es geht nur darum, okay, gut, da kommt es her. Und dann wird gleich, ja, eine richtig schöne Spiegel sind eh schon aufgestellt. Energetisch bin ich schon geschützt. Aber solche Menschen glauben echt, die müssen wirklich andere Menschen hier irgendetwas tun, ne? Weil sie selbst halt wahrscheinlich nichts auf die Reihe kriegen oder sich nicht trauen. Ne?
Also lasst euch das nicht gefallen, noch weder familiär, noch weder beruflich. Ja, Natur. Es ist eine sehr gute Zeit, und zwar eine sehr gute Zeit für dich, bricht an, wenn diese Neider jetzt mal wieder wegbrechen und sagen, okay, gut, ja, ihr habt nichts erreicht, ha, etchi betch, na so, ne? Ja, was soll man erreichen? Ja, ich muss ja eh alles versteuern, ne? Also Sophia, es liegt ja eh eins zu eins auf. Deshalb verstehe ich manche Leute nicht, ne? Die glauben, die müssen da irgendetwas tun. Also ja, für dich kommt eine sehr, sehr gute Zeit, von dem du vielleicht jetzt noch gar nichts weißt, ne? Vielleicht kommt das erst auf dich zu, ne? Vielleicht kommt erst diese Person auf dich zu. Dann weißt du, was du zu tun hast. Ja? Spiegeln aufstellen und loslassen. Weil ihr ist eine Anziehungskraft, und da meine ich jetzt aber nicht zu dieser Person, sondern du ziehst jetzt magisch eine sehr gute Zeit an, die Heilung, den Frieden und das Loslassen. Und es ist ganz, ganz wichtig. Ich mache das auch. Ich habe eh schon Frieden geschlossen mit dieser Person, ne? Aber ich bin eigentlich, ich möchte das verstehen, ne? Wie man sowas machen kann. Und ich stelle alles zur Rede. Also ich bin da ziemlich, also ich kann da ziemlich hart sein, aber liebevoll, aber sehr streng. Damals, wie mein Hund gebissen worden ist, das war der Oberknaller, das habe ich euch noch gar nicht erzählt, ne? Mein Hund ist von einem Schäferhund gebissen worden. Ich habe Klienten gehabt. Meine Tochter ist mit ihm gegangen. Und mein Kind hat sich meinen Hund, also um unseren Hund, um Nettie gekümmert. Und die sind knallhart weitergegangen. Mein Hund wäre fast gestorben. Also, das ist echt schräg. Und ich schwöre es euch, ich habe überall Zettel aufgehängt und meine Telefonnummer. Und ich habe gesagt, mein Kind hat das beschrieben, ich habe das ihnen aufgeschrieben und meine Zettel überall verteilt. Und die kennen mich alle. Und jedes Mal, haben sie mich angerufen, du, da geht jemand mit dem Schäferhund rum. Und ich war die Erste, ich habe alles liegen stehen lassen, bin da in den Wald gerannt, wirklich. Und dann habe ich die Person gefunden und dann habe ich sie zur Rede gestellt, wie man sowas überhaupt menschlich energetisch machen kann, und dann hat diese wirklich eine Anzeige von mir bekommen. Weil, wenn sie stehen geblieben wäre, alles gut. Aber mein Hund, es ist wirklich elend scheiße gegangen. Wirklich. Man leidet dann selber dermaßen mit, wenn wirklich, man ist dann so fix fertig. Und ich bin da so ein Gerechtigkeitsfanatikerin, also ich könnte niemals Rechtsanwältin werden, also Hut ab vor meiner Finanzrechtsberaterin, also meine Rechtsanwältin und meine Rechtsanwältin hier an meiner Seite. Aber ich bin zu sehr Gerechtigkeitsfanatik, ne? Also das ist auch so, ne? Ich bin da, ich möchte wissen, hey, was geht da los, ne? Und ich sitze dann da, ich wollte das echt in Ruhe erklären, das war auch ein ruhiges Gespräch. Und ich sage, ja, das ist mir scheißegal. Und dann denke ich, okay, gut, es wurde aufgenommen, es wurde dokumentiert. Dann ist so, gut, wenn dir das egal ist, mir nicht, dann gibt es eine Anzeige und dein Hund muss in Zukunft mit Maulkorb. Ich bin kein Fan, aber anscheinend ist es bei manchen nicht möglich. Ne? Gut. Die hat jetzt auch Verbot bekommen. Also das ist wirklich, wirklich so. Ich lasse mir, und das würde ich euch auch empfehlen, weil solche Menschen sagen, yeah, die werden ja noch stärker. Das ist so wie, wenn Menschen, und ich habe mit einem Psychiater auch, das ist jetzt wieder ein bisschen was von mir, aber ich habe mit einem Psychiater zusammengearbeitet, früher, das war auch mein Freund. Und wir waren, haben im Gefängnis gemeinsam gearbeitet und in der... Ja, im Krankenhaus. Und das ist auch so, die haben auch erzählt, ne? Wenn die einmal durchgekommen sind, dann wurden sie immer stärker. Dann haben sie das Gefühl, ja, yeah, der Reiz wurde dann auch immer größer. Na, ich bin nicht entdeckt worden, ne? Das ist auch mit gewalttätigen Menschen so. War auch einmal eine Watschen jemandem irgendwen geben, oh, ich bin eh nicht entdeckt worden. Ne? So, ja, gibt es nicht. Wenn man da einmal einsteckt, und ich habe das in meiner Kindheit ziemlich oft erlebt, und ab den Zeiten, wo wir gesagt haben, ab jetzt nicht mehr mit mir, dann ist es auch nicht mehr passiert. Na? Das ist mit dieser Legung hier gemeint. Ja, für alle, die in dieser Reisegruppe sind, hier nicht still sitzen, sondern wirklich zu sagen, okay, was kann ich tun? Loslassen, Frieden schließen mit dir, mit der Situation und dann loslassen. Und ich erzähle es euch, weil es natürlich nicht, ich bin auch nicht gefeit von solchen Sachen, Situationen. Ich gehe nur ganz anders um. Wie gesagt, weil ich es wissen möchte, analysieren möchte, das musst du jetzt ja nicht, ne? Aber das dir gefallen zu lassen, das wäre jetzt nicht klug, meine Lieben.
Denn hier kommt ein glücklicher, gute Zeit. Ihr zieht jetzt glückliche Nachrichten an. Also entweder sagt man dir, ja, die Dame hat schon gekündigt, ja, sie hat losgelassen, ja, sie bekommen den Antrag, ja, man legt ihnen nicht mehr Steine in den Weg, ja, wir haben das verstanden, es tut uns leid, dass wir ihnen Schwierigkeiten bereitet haben oder Ängste oder Unsicherheiten oder was auch immer, wir werden das klären. Also hier kommt eine positive Nachricht auf euch zu. Wow, eine positive Nachricht. Oh, Halleluja. Und dann werdet ihr durchatmen und sagen, wow, ich habe es neu, ich hab es geschafft, ja. Ich habe es geschafft, ich bin jetzt durchgegangen durch dieses Tor der Fülle, der Erfüllung. Also sehr schöne, sehr, sehr schöne Karten. Also bitte hier nicht still sitzen, stillschweigend und das über euch ergehen lassen, sondern wirklich auch, aber nichts auch heimzahlen. Ja, also das, davon bin ich jetzt, also jemandem das etwas zurückzahlen, das ist nicht der Weg. Der Weg ist einfach Frieden zu schließen, mal zu schauen, okay, wie reagiert diese Person? Reagiert sie überhaupt oder ist der Person das alles relativ wurscht, ja, was du tust, was du sagst? Also man muss dann wirklich auch abwägen, aber es kommt so oder so zur Transformation. Und diese Transformation ist eben sehr, sehr wichtig, damit ihr da auch ja, Frieden schließen könnt zum Abschluss. Also es kommt etwas zum Abschluss. So, und jetzt kommen wir zu Stapel 2. Ich bin gespannt, ob es da auch so aufregend weitergeht. Halleluja! Was kommt denn auf euch dazu? Oh ja, okay. Auch so eine Geschichte. Das ist echt gigantisch. Was ist denn da heute los, meine Lieben? Ei. Da ist auch ein Geheimnis, auch aber in der Veränderung. Auch in der Veränderung, also Gott sei Dank, verändert sich das Geheimnis. Das wird bald gelüftet, auch bei euch. Da hat das Schicksal die Finger im Spiel. Ja, keine Grund zur Sorge, das kann ich schon mal ganz gut, das gebe ich schon mal darauf. Vergebung, auch Vergebung, das ist, aber auch wieder Glück. Naja, wow. Auch wieder am Ende, das gibt es noch, nur in anderen Kartendecks, ja, aber hier ist auch der Brief und das Glück. Im ersten Stapel hatten wir auch den Brief und das Glück. Das ist echt schräg. Also 1 und 2 gehört anscheinend zusammen, echt, wow. Also ich hätte mir das so sparen können, aber das macht nichts, ein bisschen anders ist es ja, weil jemand, du selbst, oder jemand anderes gibt dich in eine Energie, wo du nicht vor und nicht zurück kannst. Ja? Bist du ein 2 Schritte vorgegangen, wirft es dich 4 wieder zurück. Und du weißt nicht mehr, was kann ich tun, was soll ich tun, ja, dass ich nach vorne komme. Das kann in der Liebe sein, das kann im Beruf sein, in der Partnerschaft sein. Es kann jemand sein, der dir dabei hilft zu tun, okay, was kann ich jetzt tun? Ne? Ich bin auch oft so in so Situation und da habe ich natürlich meine Experten, meine Expertinnen an meiner Seite, die mir dann natürlich da helfen, weil ich das ja auch nicht weiß. Ich kenne ja nicht die Gesetze. Ich mache auch meine Buchhaltung nicht selber. Das heißt, ich verstehe von dem gar nichts. Ich bin nur der kreative Kopf, wie ich immer dazu sage. Also hole ich mir auch Experten und vielleicht solltest du dir auch eine Expertin, einen Experten holen. Vielleicht hast du hier einen Verlust erlitten und sollst dir eben jetzt einen Experten zu Rate ziehen. Ja, männlich wie weiblich. Das kann ein Mann sein, den du dir zu Rate ziehst. Bei mir war es halt eine Frau, die ich zu Rate gezogen habe, gemeinsam natürlich mit ihrem Mann. Die machen das gemeinsam. Die haben eine riesen Kanzlei. Also professionelle, hier könnte es sein, dass dich hier professionell jemand zu dir nimmt und ein Stück weiterträgt und etwas schildert. Also jemand hilft dir, dass es nicht immer 3 vor und 5 zurück geht, sondern dass es 5 nach vor geht und wie mir das mal am Anfang 3 zurück und irgendwann 10 Schritte nach vor und keine mehr zurück. Ja, so.
Weil hier ist ein Verlust, hier hat man etwas verloren oder geglaubt. Vielleicht hast du geglaubt, dass du etwas verloren hast. Oder man hat dir tatsächlich etwas weggenommen. Es kann Geld sein, es können materielle Güter sein, es können Menschen sein. Das kann sein, dass man bei dir etwas so eine OP hattest und du, man hat dir etwas rausgenommen oder es ist etwas rausgegangen. Jedenfalls hast du dich auch, und das ist das, was mir gut gefällt, du hast dich befreit oder man wird dich befreien, man hilft hier oder diese Expertinnen, Experten helfen dir dabei, dich zu befreien, denn du hast es jetzt in der Hand, ne? Dir ist zwar das Schiff abhanden gekommen und vielleicht aber auch ganz gut, weil hier am Lande vielleicht noch etwas zu klären ist, ja? Vielleicht trittst du dann erst in einem Monat oder in 2 Monaten deine Reise an, ja? Du traust vielleicht um das Schiff jetzt hinterher, aber am Ende des Tages bist du glücklich, weil du sagst, okay, das Schiff war nicht das Richtige. Ne? Also es hat immer einen größeren Sinn, warum etwas nicht passiert. Also du sollst mehr vertrauen, dass du weißt, okay, wenn etwas nicht passiert, so wie du es möchtest, dass es keinen Grund zur Sorge gibt, sondern es hat einen höheren Sinn. Ja, und hier auch, du bist beschützt und diese Situation ist unter perfekter Kontrolle der göttlichen Vorsehung und universellen Ordnung. Erfülle die Situation ausschließlich mit liebevollen Gedanken und Emotionen, um sicherzustellen, dass das höchstmögliche Resultat mühelos zu dir und durch dich hindurch fließt. Ja, du vergibst. Ich sehe hier, dass du eine Situation akzeptierst, also hier kommt Akzeptanz herein und du vergibst einer Situation, vielleicht den Verlust, vielleicht das, was du verloren hast, deinen Job, einen Menschen, eine Situation. Ja. Hier kommt auch ein Stück weit, ich bin jetzt an Gerechtigkeit rein, aber ich habe hier das Gefühl, entweder, ja, das ist... ja, ich möchte echt sagen, es kommt Gerechtigkeit in dein Leben. Ja, ich sehe, dass du Gerechtigkeit oder dass Gerechtigkeit in dein Leben hineinkommt und aber auch Akzeptanz, ja, oder man akzeptiert dich, man akzeptiert eine Situation und oder du akzeptierst diese Situation. Hier passiert ein Richtungswechsel, weil du deinen Segen bzw. deine Zeichen wahrgenommen hast. Du bist deinen Instinkten gefolgt, du bist deiner intuitiven Seite gefolgt, du bist intuitiv weitergezogen, intuitiv hast du genau den oder die richtige Person herangezogen. Also ich habe zum Beispiel meine Finanzrechtsexpertin auch durch Zufall, ja, wenn es Zufälle gibt, gefunden. Ich habe sie schon damals ein paar Mal gehört und ich war so geflasht von dieser Frau, echt, echt happy und habe die dann wieder so, ja, wieder vergessen, ja, habe es auch dann nicht gebraucht und ja, und jetzt war sie da. Und das ist eben genau das, was wir werden schon hingeführt, ne, hey, diese Person, die wird dir, wenn du sie brauchst, nicht mehr aus dem Gedächtnis gehen. Und das geht euch oft so, wenn ihr... So, wenn manche so 3-4 Monate später sagen, ja, ich schaue so 3-4 Monate oder ein halbes Jahr schon deinen YouTube-Kanal an, aber ich habe mich jetzt erst getraut, mich zu melden, weil vorher ist immer gegangen und es ist gegangen, ich habe es nur nicht gebraucht. Und genau das ist es, ne? Dann weiß man, aha, da gibt es jemand, die macht das. Und genau dieses aha, da gibt es jemanden, gibt euch auch wieder diese Kraft, okay, jetzt ist es an der Zeit, jetzt weiß ich, warum man mich dorthin geführt hat. Also seid bitte da offen, ich kriege schon wieder Gänsehaut. Ich hatte bei der ganzen Telefonsitzung mit ihr Gänsehaut pur, wirklich. Ganzer Liebe. Und das ist ein versteckter Segen, das ist genau das. Die Götter, die Göttinnen führen dich schon zu der Person hin oder zu dem YouTube-Kanal hin oder zu der Situation, zu dem Job oder... Oder, es kann so vieles sein, wo ihr hingeführt werdet. Das sind diese versteckten Segen, wo man vielleicht am Anfang nicht weiß, warum wohl, ne? Aber genau dann sind sie zum rechten Zeit am rechten Ort. Oder du bist das.
Auch hier wird sich ein Geheimnis in deinem Leben lüften. Hier kommt Veränderung in dein Leben und diese Veränderungen haben etwas mit einem Geheimnis zu tun bei dir. Und dieses Geheimnis geht bei dir hauptsächlich darum, dass du wieder nach vorne ziehen kannst. Also hier geht es wirklich tatsächlich nicht nur um Geheimnisse, schon auch, weil du hast ja auch die Geheimniskarte hier gewählt, aber dieses Geheimnis, vielleicht solltest du ein Geheimnis bewahren, hier solltest du vielleicht etwas noch nicht sagen oder noch nicht erzählen von deinem Leben, vielleicht nur in Etappen, aber nicht zu viel und das führt dich nämlich zu Veränderung. Also hier könnte es sogar sein, dass du hier diejenige bist, die es vielleicht nicht weiter erzählen soll, was deine nächsten Schritte sind. Das heißt, hier solltest du klüger sein als die anderen, weil hier kommt etwas schicksalhaft in die Heilung. Das können jetzt deine Finanzen sein. Es kann aber auch sein, dass du in der Spiritualität, dass du dich frei machst und von dieser Schwere, von dieser Last, von diesem, ja, nicht wissen, wo geht's hin, ne? Wir haben hier den Richtungswechsel und wir haben hier vor, zurück, ne? Vielleicht, weiß ich nicht, 3 Tage sagst du, ja, ich ziehe um, ich ziehe aus und am 5. Tag sagst, nee, eigentlich passt eh alles, ne? So immer so dieses Hin und Her, mal ja, mal nein, also diese Unsicherheit, aber die werden sich klären. Dann wirst du dir Raum schaffen, du schaffst dir Platz, du verschaffst dir auch einen gewissen Respekt. Das, was du verloren hast, akzeptierst du, gehst in deine Vergebung und das ist dein versteckter Segen. Also du akzeptierst deine Situation, du verstehst deine Situation und dann gehst du voller Glückseligkeit mit einem, ja, mit dem Brief, mit ja, glückliche Botschaften. Auch du wirst glückliche Botschaften erhalten, was mit Thema Finanzen, bei dir hat es was mit Finanzen zu tun. Hier wirst du Geld erhalten, einen Zuschuss erhalten, weil du hier einen Experten aufgesucht hast. Ja? Oder ein Experte kostet dir nicht wenig Geld, das war auch bei mir so, ne? Aber im Endeffekt auf das Jahr aufgerechnet bin ich dann sehr, sehr froh gewesen, diese Kanzlei oder die Dame tatsächlich ja, mir zu angehen. Ja, das ist oft so, ne? Also es gibt vielleicht auch am Anfang ein bisschen mit Bauchweh, sollte man das machen, ist es auch gut so? Ja, definitiv, ja? Also ich spüre hier eindeutig ja, du schaffst dir Raum und es gibt dir wieder mehr Möglichkeiten und Platz auch zu denken, auch langfristig. Und genau um das geht es, dass ihr langfristig vorausschauend denken sollt und nicht nur kurzfristig. So, hier ziehe ich auch noch eine Karte. Schauen wir mal. Hier habe ich echt das Gefühl. Schauen wir mal, was ist mit dem glücklichen Brief? Wow, wow, wow. Okay, ja, die Karten sind runtergefallen, die Gespräche. Es geht etwas in den Verlust um, und das ist das, was schön ist, um bei euch zu Ehren und Erfolg. Also hier kommt etwas, was ihr, wo ihr geehrt werdet. Ne? Ihr habt zwar die Gedanken oder trübe Gedanken, ne? Weil es euch vielleicht antippt, weil es euch vielleicht ja, weh tut, ja? Dass man ein Geheimnis vor dir hat oder dass du mit anderen Menschen nicht über diese Themen sprechen kannst oder dass man dir etwas weggenommen hat. Aber diese trüben Gedanken lässt du einfach los, weil hier gibt es ein Gespräch, ne? Trübe Gedanken, Krankheit, die gehen raus und du wirst über das mit einem Experten sprechen. Vielleicht mit einem Coach, Trainer, Psychologe, ja, ein Channeling vereinbaren und wenn du das Gefühl hast, du hast dich hier angesprochen gefühlt, dann kannst du dich sehr gerne an mich wenden bzw. an mein Team und wir zwei schauen dann ganz genau hin, was bei dir so los ist. Ne? So. Ja, und jetzt starten wir zu Stapel 3, meine Lieben. Interesting Cards. Ja, das war schon beim Mischen so interessant. Das war schon sehr interessant. Also es war schon vorher, wo ich mir gedacht habe, hey, warum kommen ständig Geheimnisse
und Verluste und Veränderungen, jetzt wissen wir es, ne? Aber Stapel 1 und 2 sind schon krasse Veränderungen im Thema, ja, draufkommen und ja, hier schlauer sein, hier ist man dann schlauer. Also hier nehme ich bei dieser Kartenlegung, nehme ich wahr, am Ende des Tages bist du schlauer. Vielleicht werde ich das sogar dazu schreiben. So, ich musste mir das notieren. Ich vergesse das ja immer. Na? Ach so, Netti. Ja, Netti hat sogar seinen Pulli an. Nett. Oh, Netti hat sogar seinen neuen Pulli an. Yay, ist der nicht süß mit Maschi? Schaut mal, wie süß, ne? Der ist so herzig. Man sieht ihn leider nicht so gut vor der Kamera. Aber ich finde ihn so, das ist so süß, ne? Da ist so ein blaues Maschi. So sieht man das, ich glaube, ne? So ein blaues Maschale. Und ja, die hat so süße Sachen, ich schwör's euch. Aber nicht alles hat meinen süßen Spatz gepasst, weil er ist so zart, ne? Und lang. Und ja, gell? Aber er liebt es. Er mag das nicht, wenn er kalt hat. Er ist natürlich schon ein alter Herr, ne? Mit 9 Jahren bald. I love you, mein Schatz. So, dann schauen wir mal, was kommt denn auf euch zu, meine Lieben? Bei Stapel Nummer 6 gibt es auch Geheimnisse hier. We will see, we will see. Hoppla, die dreht sich gleich um. Ich möchte hier auch mal einen kurzen Überblick machen bei euch. Okay. Hier ist auch so. Hier habe ich echt das Gefühl, wenn ihr euch, also das ist jetzt eine kleine Reisegruppe, aber ich kriege es so herein. Ich werde eh noch zu mehreren Szenarien kommen. Aber solltest du vorhaben, dich selbstständig zu machen, würden die Karten dir raten, ja, erstens mal, ja, mach es, aber unter der Bedingung, bitte niemanden davon erzählen. Also hier habe ich das klare, niemanden etwas sagen. Hier könnten Neider auftauchen und sich dann die Fülle nicht so manifestieren. Das ist oft so und das ist das, was ich immer wieder auch zu meinen Klienten sage in den Sitzungen. Ich sage es jetzt auch hier oder mehrmals habe ich es auch hier auch schon auf YouTube gesagt. Wenn ihr es nämlich jemandem erzählt, ne, und andere Menschen möchten euch etwas abreden, ne, oder du erzählst so, Mensch, ja, ich habe jetzt jemanden kennengelernt, Mensch, ja, der ist so süß und ja, du schwärmst so und dann kommt jemand und sagt, naja, ich weiß nicht, ob das was wird, ne, ob das gescheit ist, ob der Job gescheit ist, ob das toll ist. Die Erfahrungen müsst ihr ohnehin selbst sammeln, ja. Aber wenn andere Menschen euch etwas ausreden möchten, um zu ihrem Vorteil, da meine ich jetzt den Vorteil von diesen Personen, ja, dann kann es nämlich passieren, dass die Energie so reinfährt und sich genau das nicht erfüllen wird. Ne? Und dieses Nicht-Erfüllen oder dass das Tor sich nicht öffnet bei euch in der Liebe kann auch sein. Also hier könnte es sein, wenn du lange Zeit Single bist, dann kann da auch passieren in diesem Leben, da rede ich jetzt noch nichts vom Vorleben, weil es sind auch so, da schaut euch bitte auch die Legungen an. Auch Wunschorakel war so ein Thema, also die Wunscherfüllung, dass da jemand kommt, das war auch eine sehr, sehr interessante Legung, es kommen nur interessante Legungen. Und da kann es natürlich auch sein, dass ihr da wirklich aufpassen müsst, wen ihr da etwas erzählt und am besten ist es wirklich so, zu einer neutralen Person gehen, mit der Person das besprechen, unabhängig von jemand, nicht mit deiner Freundin, also hier wirklich auch herzugehen und sagen, okay, gut, das fühle ich oder spüre ich oder sagte mal die ersten paar Monaten noch niemanden, wen oder was ihr da kennengelernt habt oder wo ihr euch selbstständig machen möchtet, weil hier könnten euch so Steine in den Weg legen. Und das ist mir auch schon ein paar Mal passiert, wenn ich etwas gesagt habe, ach, das mache ich oder das mache, werde ich tun. Und wenn es dann einzeln zu früh ist, wenn ich es bekannt gebe oder sage, dann kann passieren, dann fährt die Energie rein und dann stagniert euer Liebesleben, dann stagniert eure Finanzen, euer Business und so weiter. Also hier
Loslassen, nichts sagen und lieber fünfmal überlegen, wen ihr es erzählt. Da geht es nicht um das Geheimnis, kann schon sein, ich weiß noch nicht, was da drinnen ist, aber ich spüre hier eher, dass es hier darum geht, dass ihr etwas nicht sagen sollt. Ja? Gib mir, Jetty. Meine kleine Fellnasi. Ja? Dann schauen wir weiter. Was haben wir denn da noch drinnen? Ja, auch hier kommt eine unterstützende Person, die Wissen hat, die euch vielleicht Dinge bestätigt, vielleicht durch Channelings, aber hier bekommt ihr wieder Anerkennung. Aber wirklich jemanden nicht immer alles gleich rausplaudern. Ja, hier kommt eine Bestimmung. Hier bist du sehr selbstbewusst, sehr souverän. Ja, es geht tatsächlich um einen Seelenvertrag bei euch. Ja, mein Herzen. Ich rede so um eine Herzensangelegenheit. Also hier geht es um eine Herzensangelegenheit bei euch. Das kann beruflicher sein. Aber es kann auch etwas anderes sein. Ja, ihr habt natürlich auch das Geheimnis. Ihr schaut gleich direkt in das Geheimnis herein und gleich zum Vertrag. Ich lasse es gleich, weil ich kriege gerade den Impuls, ne? Du schaust in das Geheimnis und du kommst auf etwas nicht dahinter, warum sich etwas bei dir nicht erfüllt in der Liebe oder Beruf oder in den Finanzen oder in deiner Berufung oder in deiner Selbstständigkeit, dann überlege dir, wen könntest du es gesagt haben in deinem Freundes- und Bekanntenkreis, der das aufhalten könnte, diesen Vertrag. Weil hier kann man nicht mehr lange etwas aufhalten, denn der Vertrag liegt bei der offenen Seite des Buches. Ja, also eine offene Seite des Buches liegt der Vertrag. Also hier könnte sein, dass sich bald ein neuer Vertrag auftun wird. Sollte deine Selbstständigkeit, weil das ist die typische erfolgreiche Selbstständigkeit hier. Und wir haben hier die positiven Veränderungen und das Schicksal, also und die Liebe. Das ist, die kann gar nichts passieren und die Fülle auch noch. Aber hier kommst du zu Ehre und zum Erfolg. Es kann sein, dass du jetzt sehr lukrative Klienten und Klientinnen anziehst, ja, die dich dahingehend weiter oder finanziell unterstützen oder ja, wo es einen Austausch gibt, wo du quasi dich hinchannelst oder in deiner Selbstständigkeit, egal was du bist, ne, in welchem Gebiet du selbstständig bist, ist das komplett egal. Es kann in der Spiritualität sein, aber es kann in jeglicher Hinsicht sein, ganz egal welche Form der Selbstständigkeit hier. Aber hier kommen neue Kundschaft, neue Klienten, solltest du selbstständig sein. Wenn es nichts mit Selbstständigkeit zu tun hat, dann geht es um deinen Seelenvertrag, damit du oder du warst im Vorleben mal selbstständig. Also das heißt, du warst im Vorleben schon mal selbstständig. Du kennst, also deine Seele kennt das in sich drinnen. Dieses selbstständige Arbeiten, das Tun und Machen und Handeln. Dann geht es hier um diese Auflösung, weil da ist ein Knackpunkt, warum du in dieser Zeit auch nicht so rankommst an deine Fülle. Ich habe hier das Gefühl, hier ist ein altes Muster, ein alter Vertrag, der hier geknackt werden muss, bevor diese Fülle zu euch fließen kann. Und da muss es schon gehen. Und hier kommt etwas. Und das ist für mich sehr schön, weil hier löst sich ein Vertrag auf und ein neuer Vertrag wird hier gebildet. Ein viel besserer, mit viel mehr Herz. Also hier wird ein Vertrag geknüpft oder angeknüpft mit ganz viel Herz und Liebe. Also hier kommt ein neuer Vertrag, neue Menschen, Neues, ganz viel Neues, aber alles mit Liebe, wo man sagt, hey, komm, alles ist gut, ne? So Hand in Hand, ich spüre so dieses Hand in Hand gehen. Und das sind diese positiven Veränderungen. Hier, diese positiven Veränderungen, die jetzt in dein Leben,
die du magisch anziehst. Ja, ich habe hier das Gefühl, du ziehst die magisch an, die positiven Veränderungen, weil die für dich sind. Also hier steht in deinem Seelenvertrag etwas drinnen, was mit deiner Selbstständigkeit zu tun hat oder selbstständiges Arbeiten zu tun hat oder Vorgesetzte oder Unternehmer, Unternehmerin. Also hier geht es wirklich, oder Kleinunternehmer, Einzelunternehmer, Kleinstunternehmer und so weiter. Ihr wisst, was ich damit sagen möchte. Hier kommt eine positive Wende, eine positive Veränderung. Es kann auch sein, dass viele gesagt haben, ja, du willst dich selbstständig machen in dem, was du liebst. Ja, natürlich. Ne? Also, dass man dir etwas absprechen wollte, aber am Ende des Tages ist es deine Lebensaufgabe, dein Wissen an andere Menschen weiterzugeben und du wirst die Anerkennung ernten. Also du kommst zu deiner Anerkennung, du kommst zu deinem Wissen, du kommst zu deinen Talenten, Begabungen. Also ja, du bist definitiv auf dem richtigen Weg, lass es dir nicht ausreden. Aber überall in allen drei Stapeln sehe ich hier Geheimnisse, entweder das, dass du etwas nicht sagen sollst oder ein Geheimnis von außen kommt auf dich zu. Hier benötigst du natürlich Vertrauen, dann haben wir Waage, also und vertrauenswürdige Führung. Das passt sehr, sehr gut, weil Vertrauen ist bei euch angesagt, meine Lieben. Also vertraue auf dich, vertraue auf deine Führung, vertraue darauf, dass die Engel, die Meister, die Meisterinnen, der Coach, Trainer, Psychologe etc. dich genau dorthin bringt, wo du sein möchtest. Und zwar, dass du mehr Vertrauen, Wissen und Bestätigung und Anerkennung in deinem Leben erhaltest. Es ist aber auch deine Lebensaufgabe, dies erst zu lernen. Also einige müssen es erst lernen, die anderen haben schon gelernt und müssen es dann weitergeben. Also je nachdem, wo du drinnen bist, entweder lernst du das erst und dann gibst du es weiter oder du hast das schon und du sollst es weitergeben. Du sollst es wagen, weil es ist, vielleicht solltest du wagen, in die Selbstständigkeit zu gehen. Ja? Also bei manchen ist es sicher dieser Stapel nochmal eine Bestätigung dafür, dass du dich selbstständig machen wirst oder dass es auf dich zukommt oder dass es eine Option wäre, sich selbstständig überhaupt zu machen. Das heißt noch nicht, dass du es tun sollst. Die Karten sagen nur, es wäre gut und wenn sich das gut anfühlt, dann muss man auch oder sollte man dem auch nachgehen. Das Wie kommt dann meistens erst danach. Oder das, was ich immer dazu sage, wenn meine Klienten sagen, ja, ich weiß, wohin es gehen soll, aber ich weiß nicht wie, dann sage ich, das Wie bleibt bei mir, das Wie ich euch dorthin bringe, das ist meine Aufgabe, einfach sich zu öffnen für das, was man möchte und alles andere rennt dann schon wie am Schnürchen. Und hier kommt eine neue unterstützende Person auf dich zu, ja, das können nämlich dieser Psychologe, Trainer, Coach etc. sein, ja. Oder auch eine Channel, wo du dich channelst oder die sehr spirituell ist, die weiß, die sehr kreativ ist. Diese Person könnte blond sein, ja, weil hier haben wir eine blonde Frau, hier ist 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 auch so eine rotblonde Frau. Also hier geht es um blonde Frauen. Wurscht, ob von Natur aus oder nicht von Natur aus, aber hier sehe ich blonde Haare. Entweder holst du dir eine blonde Frau und die hilft dir oder du bist blond oder ihr beide seid blond. Es geht um diese Bestimmung. Wir finden den Sinn nicht alleine, sondern immer nur gemeinsam. Liebe ist das wahre Schicksal, selbstbewusst. Du weißt, dass du etwas nicht alleine erreichen kannst, sondern hier geht es um Unterstützung. Und bei allen drei Stapeln geht es um unterstützende, helfende, führende Wesen, die jetzt an deine Seite kommen, um dich da ja ein Stück weit weiterzubringen, weiterzuführen. Wow, sehr, sehr schöne Karten, wie ich finde. Und freue mich, dass du mit an Bord bist und wünsche dir vom ganzen Herzen alles, alles Liebe, alles Gute und knackt das Geheimnis. Und wenn nicht, kannst du dich sehr gerne an mein Team oder an mich wenden. Alles, alles Gute, Baba, tschüss!